Ja, hallo Stahlwarenfreunde. Wie ihr es an dem Videotitel schon sehen konntet, geht es halt heute mal um ein Thema, das mich in der letzten Zeit doch immer mehr beschäftigt. Und es geht um Gewicht der Messer. Denn man schleppt im Alltag so viel Klamotten mit und da ist es doch manchmal wirklich sinnvoll, sich auf die Basics zu konzentrieren und einfach mal so gewisse Sachen zu Hause zu lassen, beziehungsweise seine Ausrüstung mal zu überarbeiten. Denn ja, wie gesagt, Gewicht macht viel aus. Und das merkt man ja gerade im Sommer, da speckt man ja eh schon ab, was die Ausrüstung angeht. Und was ich natürlich immer mit dabei habe, ist jetzt hier mal exemplarisch hier mein Victorinox Kompakt. Das kennt ja eigentlich so gut wie jeder. Das oder ein anderes Victorinox habe ich in irgendeiner Art und Weise halt immer mit dabei. Das halt schön ist als Multitool ist und die Dinger, die wiegen ja im Endeffekt auch nichts. Aber das hat natürlich auch seine Nachteile, dieses Messer. Hier zum Beispiel, die Klinge ist zwar tauglich, aber zum Beispiel nicht arretiert. Beziehungsweise, so konzipiert, dass man das, ich sag mal, so ein bisschen sichern kann. Da ist es mal exemplarisch hier das Spyderco UK PK. Schöne Größe, ein bisschen Sicherheit. Und vor allen Dingen leicht, 48 Gramm. Das Ding wiegt gar nichts und man muss immer halt gucken, habe ich es in der Hose oder auch nicht. Ja, ansonsten kann man halt schon mal schnell denken, ich habe es verloren oder so. So, diese beiden ist zum Beispiel auch eine Kombination, die ich sehr oft mit dabei habe. Welche Kombination ich auch oft mit dabei habe, wie hat Victorinox. Und jetzt hier zum Beispiel, das kennen ja auch schon einige, das Benchmade Bugout, wie glaube ich, was waren das? Ich glaube 55 Gramm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Super geiles Teil und es wurde ja in manchen, oder von manchen YouTubern auch so ziemlich zerfetzt, wie zum Beispiel vom, wie hieß er nochmal, Jackknife, der sagte, es wäre eine absolute Fehlkonstruktion, also der letzte Müll. Und da muss ich sagen, er hat dieses Konzept dieses Messerchens nicht verstanden, wie allgemein bei diesen Lightweight-Messern. Denn das ist ein EDC-Messer, ein Messer, das man immer mit dabei haben kann. Und das Konzept ist halt, brauchbare Größe, so sehe ich das, brauchbare Größe bei auch einem sehr, sehr leichten Gewicht. Und das hat man ja hierbei. Und wie gesagt, ist eine super Kombi, Schweizer Messer aus dem Wick plus das Bugout, eine tolle Sache. Ja, was ich dann auch oft mit dabei hatte, war es halt, ich sage es mal, Größen- und gewichtstechnischen Ordnung ist, ist dann halt hier natürlich auch das Paramilitary 2, da muss ich mich gleich drüber unterhalten. Das ist für die Größe auch richtig, richtig schön. Wie, glaube ich, 120 Gramm waren es, glaube ich. Kann man alles machen. Nur was mir da halt manchmal so ein bisschen auf die Nerven geht, ist halt der doch sehr, sehr schlanke Griff. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber wenn man dann so sich mal wieder andere Messer anschaut, die haben dann doch ein bisschen mehr Volumen im Griff, wie jetzt hier zum Beispiel das Berserker. Berserker sage ich schon, gut, das habe ich auch noch. Dann haben wir hier das Dodge. Das liegt wesentlich angenehmer auf Dauer in der Hand, finde ich zumindest. Und deswegen habe ich das halt nicht mehr so oft mit dabei. Ich habe es noch ab und zu mit dabei, aber halt nicht mal so in der Häufigkeit. So, also, so, dann kam natürlich dann irgendwann mal der Punkt, wo ich hier das UK PK auch in S110V gekauft hatte. Mir hat der Stahl bis dahin richtig gut gefallen. Und dann dachte ich mir, probierst du doch noch mal was anderes aus von Spyderco, nämlich, ich mache mal ein bisschen Platz hier auf dem Tisch, nämlich das Mannix 2 Lightweight. Und da muss ich sagen, das ist ein richtig geniales Messer. Ist ja schon länger auf dem Markt, da muss ich einem nichts erzählen.
Der Vic Spider hat auch einen schönen Vergleich gemacht. Mannix und Paramilitary 2. Sehr schön, wie ich finde. Und der hat da also eigentlich schon alles erzählt, was man sagen will oder muss. Aber ich muss sagen, dieses Messer hat für mich die richtige Kombination aus Größe, was den Alltag angeht, Gewicht. Das Ding, das wiegt 80 Gramm, also gerade mal 30 Gramm mehr hier als das Bugout. Von der reinen Schneidfläche her sind die Pi mal Daumen sogar identisch. Das Bugout hat eine etwas längere Schneide. Aber dafür hat das Mannix halt hier wieder diesen, ja, wie soll ich sagen, etwas dickeren Griff. Und die beiden tun sich ja in der Größe nicht viel. Aber durch diesen etwas dickeren Griff liegt es wesentlich besser in der Hand. Und auch wenn das hier dieses FRN ist, ich glaube FRN, also dieses Kunststoffzeugs da von Spyderco, liegt es trotzdem sehr gut in der Hand. Der Clip, Drahtclip von Spyderco, muss man sich nicht drüber unterhalten, der ist einfach nur top, da gibt es gar nichts. Stahl ist halt hier bei dem Modell, hat wie gesagt der CPM S110V. Ball Bearing Lock ist erstmal, dass ich den habe, ist ja auch so dieses Prinzip auch vom Bugout mit dem, wie heißt er jetzt nochmal? Ja, jetzt komme ich mal drauf, wie der Lock da vom Benchmade heißt. Ist ja auch egal. Gleiche Prinzip, aber ich sag mal, dieses Messerchen hier ist echt toll. Größentechnisch, gewichtstechnisch, einfach genial. Wenn ich mir da mal überlege, so dieses Messerchen, auch auf Natur, da sehe ich mittlerweile auch zu, dass ich nur das Nötigste mitnehme. Halt auch so mal der Witterung angepasst und so weiter und so weiter. Ich nehme ja nicht auf jede Tour, die ich mache, auch einen Overnighter oder so, auch einen Fixed mit. Wie zum Beispiel letztes Jahr im Sommer, als es so heiß gewesen ist, da macht man ja kein Feuer. Da nehme ich halt einfach nur ups, so ein Messer mit. Dann noch ein etwas größeres, ja, ein Wick halt, wo eine Säge dran ist. Und dann habe ich halt alles, was ich brauche. Aber das auch so jetzt im Rucksack reingetan. Und diese 80 Gramm, die fallen halt nicht auf. Und das war mir persönlich halt wichtig, dass ich ein großes Messer habe, was leicht ist, sehr gut in der Hand liegt. Ich habe hiermit schon saumäßig viel gemacht in der Küche, in der auf Arbeit auch schon. Also da muss ich ganz oft Pakete öffnen, irgendwelche Bänder durchschneiden und so weiter und so weiter. Da ist das Ding echt richtig, richtig gut. Was einem hier aber auffällt, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem normalen GC-Modell ist, dass hier zum Beispiel auf der Rückseite nochmal so Rillen angedeutet sind. Aber ob die jetzt da sind oder nicht, ein Jimping ist das nicht, das gibt nur so ein bisschen Rückmeldung, da ist was, aber bringen tut es nichts. Dann auch hier auf der, ja, ich sage jetzt einfach mal FRN-Seite, hier auch so ein paar Rillen, was so ein Jimping sein soll. Bringt auch nicht viel. Aber das Jimping hier, Spyderco-typisch, richtig gut. Wie jetzt hier beim UKPK. Und ich sag mal, die beiden zusammen haben das Gewicht von dem hier. Pi mal Daumen. Und da muss man sich echt schon überlegen, was man da macht. Was haltet ihr von dem Thema Lightweight-Modelle, Leichtgewichte? Was sind da eure Modelle, die ihr zum Beispiel habt, die leicht sind, die richtig gut zu handeln sind und so weiter? Würde mich mal interessieren, was da so eure Modelle sind, was ihr davon haltet von diesem Thema. Oder muss es halt immer diese massive Bauform sein, wie jetzt exemplarisch bei dem Paramilitary 2? Würde mich mal interessieren, was da so eure Gedanken sind. Könnt ihr mir ja mal drunter schreiben oder auch meine VA machen. Wäre mal eine schöne Sache. Thema Lightweight bei Messern. Wäre vielleicht sogar für ein Giveaway. Muss ich mir mal überlegen. Nein, da habe ich schon was anderes im Kopf. Das wird ja die nächsten Tage auch noch kommen. Das wird allerdings auch ein bisschen dauern. Ich bin da halt noch so ein paar Sachen für das Überraschungspaket am Zusammensuchen. Und ja, lasst euch überraschen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Klingen schön scharf. Und ja, lasst mir mal einen Kommentar da. Thema Lightweight und auch was zum Beispiel meinen Trailer angeht, Verbesserungsvorschläge,
Gut, nicht gut. Interessiert mich einfach mal. Bis zum nächsten Mal.